Hey Leute, ich begrüße euch zu Part 25 von Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir müssen zurück zur Mantis, um Seer und Grease eventuell vor Triller zu retten, wenn's blöd läuft, weil Triller ja wahrscheinlich weiß, wo sich die Mantis befindet. Sie ist jetzt auch nicht so zu übersehen, die Mantis. Mit diesem riesen Flügel, der in die Lüfte ragt. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Ja, wir müssen jetzt praktisch diesen Weg hier zurück. Okay. Also, den sind wir ja schon mal zurück. Das heißt, so unbekannt ist er nicht. Haben sich hier irgendwelche Skatze. Nee. Kann ich. Ah, wie läuft das so? Ah. Wenn's läuft, meine ich. So. Jawohl. Ja, Leute, wir sind natürlich auch schon x-mal entlang gelaufen. Einmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie oft. Und hier wieder Stormtrooper. Nein, es sind keine Stormtrooper. Ah, Rutschbahn wieder zurück. So, ja, Triller. Nicht zu unterschätzen. Ich meine, Seer ist ja bestimmt auch nicht die hilfloseste Person. Aber nachdem sie die Macht ja nicht mehr nutzen will. Uiuiui. Was ist denn das? So, du Verrückter. Wie heißt er? Okay, wieder erwachen. Und jetzt? Ich drück mal A. Passiert aber nichts. Das hatten wir noch nie, Leute. Was heißt wieder erwachen? Ach, oh. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, Leute. Bin ich gestorben? Wo steckst du? BD? Okay, ich Leute. Hier rausfinden, wo immer hier ist. Wir sind nicht bestimmt. Das Grab von Mictrol. Das Grab von Mictrol. Bei einem neuerlichen Versuch, Karl zu töten, lockte ihn Triller auf einen hängenden Sarkophag und befahl ihren Leuten, diesen abzuschießen. In diesem Moment erlangte Karl die Fähigkeit zurück, sein Lichtschwert zu sich zu ziehen und konnte sich mit knapper Not retten. Auf ihrem Weg aus dem Grab fanden Cal und BD ein weiteres verschlüsseltes Protokoll von Cordova, in dem dieser erklärte, dass der Schlüssel für das Gewölbe auf Bogano ein Gerät namens Zepho Astrium sei. Sie müssen also ein Astrium finden, bevor ihnen das Gewölbe, um in das Gewölbe zu kommen. Bevor Cal zum Schiff zurückkehren konnte, wurde er von einem Kopfgeldjäger gefangen genommen. Für wen dieser arbeitet, bleibt ein Geheimnis. Okay, wir sind nicht gestorben, Leute. Kann ich nicht hier ziehen? Nein. Ich kann nicht hier ziehen. Und was mache ich jetzt mit dir? Oh, kann ich nicht. Okay, nein. Ist das ein Stromkabel? Oh. Momentchen mal. Ich wollte eigentlich die Stromkabel hierher ziehen. Da kann ich nicht interagieren, oder? Ah, doch. Hallo. Kann ich nicht festmachen? In der Tür vielleicht? Nee, so weit reicht's nicht. Aber auch nicht. Hier unten vielleicht? Auch nicht. Ich lass dich mal wieder los. Moment mal.
Ah. Hier gibt es mehrere Sachen zu öffnen. Irgendwo. Vielleicht hier rein. Irgendwas da hinten. Ah. Nein. Sorry. Das ist es, glaube ich, wonach ich gesucht habe. Ah. Türe, öffne dich bitte. Ich habe kein Lichtschwert und kein BD, Leute. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Ist das eine Kamera? Hier knurrt's, das gefällt mir nicht. Okay. Ah. Oh oh. Die scheinen tot zu sein. Hier ist aber auch nichts. Ah, und ich habe auch keine Karte, Leute. Okay. Ich bin sozusagen all meiner... Ah, die knurren. Ah, Feuerkäfer von Kashyyyk. Oder Flammenkäfer heißen sie. Okay, die sind von Bogano. Okay. Das sind Scuds. Okay, uff. Ah. Die Tür geht jetzt hier aber nicht auf. Okay. Ein Stromrätsel. Ich dachte, da geht die Tür hier auf. Leider keine Karte, okay. Okay. Oh, hier könnten wir was tun. Tut sich aber nichts. Wahrscheinlich müssen wir den hier auch noch. Wahrscheinlich dahin, oder? Tut sich aber auch nichts. Na, das war's dann wohl nicht. Hier kann man nichts reintun, oder? Nee, da ist nichts. Bis dahin reicht der nicht. Ah. Ja, da rein. Aber auch nicht. Manchmal muss ich den vielleicht doch da rein. Und hier ist nichts. Der passt nur hier. Könnte ich höchstens noch versuchen, den da... da rein zu tun, wenn er passt. Ah, der passt auch da rein. Es hat etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Welche Tür? Die Tür? Ja, die Tür ist offen. Ich hoffe nicht, dass ich kämpfen muss, Leute. Ich habe keine Waffe. Außer natürlich die Macht. Mal sehen, ob ich den Weg hier rausfinde. Wichtig wäre auch, dass wir BD finden. Und natürlich das Lichtschwert. Ganz wichtig. Dunkelt zwar blau, aber ich glaube nicht, dass ich hier was tun kann, nein. Ich glaube, ich werde beobachtet. Was bist du denn für ein Hässlicher? Ich glaube, dir bin ich noch nicht begegnet, oder? Na, ich vermute mal nicht, dass es da lang geht. Diese Bockratten sind, naja, nicht mehr so fit. Ah. Bist du einer von den Sandleuten? Nee, oder? Hey, ist da dran jemand? Hi, Chubadanago! So tun? Ort. Wo sind wir? Hopa, Sortomo Kiliuba.
Shakpudu. Was? Sok Tomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Okay. Ich glaub, dir geht's gut. Hetschuta! Das hörte sich nach Tatooine an. Das Einzige, was ich verstanden habe, war Pudu. Dieser Tork Somak Begriff hat ihm wohl etwas gesagt. Das ist nicht gut. Okay, Spinnen. Mein Lebensenergiebalken ist halt aufgetaucht, Leute. Und hier fallen Tiere runter. Okay. Und hier ist nochmal so ein Energieteil. Ich sag, keine Karte verfügbar. Bevor ich da lang gehe, ich guck doch mal darüber. Oh! BD! BD? BD1! Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Ich hol dich da raus. Da hinten ist er. Ja, ich kann mit der Tür... Nee, okay, ich muss mit dem da was machen. Wahrscheinlich muss ich... Oh, ein anderes... Stromteil finden. Aber wo? Also es reicht relativ... Hier! Oder? Nee, nicht. Ach, nee, da oben vielleicht. Okay. Hier. Ah. Okay, alternativer Weg. Okay. Da ist nix. Nee. Dann hinein ins Abenteuer. Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Ah, Gonk-Droiden. Droidengefängnis. Als er und Cal in die Fänge des Verbrechersyndikats der Haxion-Brut geraten, wird BD-1 von Cal getrennt und in eine Gefängniszelle für Droiden geworfen. Die Brut, die für die skrupellose Verwertung von Droidenteilen berüchtigt ist, hatte vor, ihn zu demontieren. Glücklicherweise findet ihn Cal, ehe die Brut ihn verletzen kann. Und die beiden planen ihre gemeinsame Flucht. Die Haxion-Brut ist das hier. Okay. Aber so. Jetzt haben wir wieder einen BD, der hacken kann. Jawohl, sehr schön. Erledigt. Aha. Wo ist das da unten? Aha, ein Kraftfeld. Ah, und jetzt habe ich auch wieder einen BD, der mir was anzeigt. Okay, okay. Muss ich da runter hier? Kann ich? Diese armen Tiere, schaut mal. Ah. Öffnet sich das Teil da, wenn ich... Ah, nee. Ah, okay. Ich habe ihn ausstecken müssen, nicht einstecken müssen. Wow, 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 wow. Da muss ich wohl vorzeitig loslassen, oder? Um da runterzukommen. Okay, da liegt was. Oder jemand. Mhm. Äh,
Okay, und jetzt bin ich hier. Nee, mir wurde nicht das angezeigt, sondern mir wurde das da drüber angezeigt. Ah, wie komme ich an dieses Teil ran? Warum ist denn hier ein Kraftfeld gewesen? So, sag mal. Kerl, das war jetzt nix. So, unmotiviert. Okay, hier müssen wir durch. Oh, Leute, hier ist auch ziemlich verwirrend alles. Versperrt. Was hacken? Was meinst du? Nicht lange Abkürzung freigeschaltet. Aha. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Und wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen... Okay. Da war was. Das kann BD wieder regeln jetzt. Cool, wie er sich da mal reinhängt. Genau, was auch immer wir jetzt freigeschaltet haben. Okay. Müssen wir da was tun? Das jetzt umkabeln, vermutlich. Es hat jetzt Strom. Aha. Oh. Okay. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Okay, Leute, hier können wir speichern. Ich kenne diese Band. Ich bilde mir an, das ist die Musik vom Anfang vom Spiel, oder? Auf Brekka. So. Das sieht aber nicht gut aus, Leute. Das sieht nach einer Arena aus. Oh, das sieht nach Zuschauern aus, Leute. Na, Wahnsinn! Da ist unser Freund! Wir haben schon gesessen, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sorg Turbo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus der längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby-Spielchen. Du willst deine Show? Dann bekommst du eine Show. Oh oh. Ich spittere Blut und auf Vollenden. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderungen der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Der nächste. Das geht nur ganz schnell raus. Okay, Leute. Warum kommst du nicht? Ich werde hier wahrscheinlich mitten im Kampf einen Cut machen und dann mit dem nächsten Part weitermachen. Ich muss doch meine Credits zählen. Recht. Er redet echt zu viel. Oh oh. Gleich nochmal! Oh, was ist denn das? Spinnen? Du kannst sie nicht alle aufhalten! Sehen wir, wie der Jedi abgeht! Wahnsinn, Leute! Alles, was wir bisher erlebt haben, sag ich mal, an Gegnern, an kleineren. No, das sind auch nur Spinnen von Kashyyyk. Na, verdammt. Leute. Man kann nicht immer gewinnen. Aber man kann auch nicht immer verlieren. Shit. Das ist übel, Leute. Oh, verflixt. Leichte Beute.
Leute, ihr seht schon. Komm her. Du hattest Glück, Kleiner. Jetzt brauche ich die Idee. Und jetzt stirb. Jetzt geht's richtig los! Du hältst dich gar nichts auf!